Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti, mit mir fährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden bei Bitcoin im Moment, du siehst es im Hintergrund, bei 16.700 US-Dollar. Wir konnten die 17.000 US-Dollar nicht halten. Wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, was denn jetzt hier ein bärisches Szenario wäre. Deshalb geht es jetzt hier in diesem Video komplett um ein bärisches Szenario, wo wir hingehen könnten, wo wir nächsten Support finden. Deshalb sei gespannt, lass gerne einen Daumen nach oben da. In diesem Sinne starten wir direkt rein. Let's go! Alright, gut, ich würde sagen, wir starten direkt rein und schauen uns heute, wie schon gesagt, das bärische Szenario an. Deshalb sollte da jeder sehr, sehr detailliert heute aufpassen und einfach das Video bis zum Ende gucken, damit er vorbereitet ist, falls wir hier wirklich dieses krasse bärische Szenario jetzt sehen werden. Denn wir müssen uns auch jetzt eins im Klaren sein, wir konnten es leider nicht bestätigen, dass wir hier unseren 200er EMA als Support haben. Und uns der wieder weiter nach oben drückt. Auch natürlich die FED-Pressekonferenz hat uns da ein Schnippchen geschlagen, genau so wie unser Nasdaq. Unser Nasdaq ist auch nochmal massiv dann nach unten hin eingebrochen, hat dann natürlich den Bitcoin hier jetzt mitgezogen. Allerdings, was jetzt erstmal sehr, sehr schlecht ist, wir sind durch alle wichtigen Support-Level nach unten hin durchgebrochen. Wenn man sich das nämlich erstmal anschaut, gehen wir von oben nach unten durch. Die 17.147 US-Dollar war einmal hier Support, war Support, war hier Widerstand, war hier nochmal Widerstand, war nochmal Widerstand, war hier auch nochmal dann Support, war hier auch schön Support und wir sind jetzt hier dann drunter gebrochen. Dann der nächste größere Support, 16.900 US-Dollar, hat auf dem 4-Stunden-Chart, ich zoome jetzt extra mal für dich ein bisschen näher hin, erstmal wunderbar als Support gehalten, hatten einen kleinen Bounce, aber wurden dann auch nochmal gegen 17 Uhr dann massiv abverkauft und hier unten auf die nächste Supportzone gedrückt. Das heißt, dieser Support, der hier gehalten hat, ist für uns Stand jetzt erstmal wieder sehr starker Widerstand. Also 16.900 US-Dollar, auch nach unten hin durchbrochen. Dann gehen wir weiter. Dann habe ich ja gesagt, hey, wir müssen es dann schaffen, unbedingt dann hier kein tieferes Tief zu machen. Aber wie du ganz gut sehen kannst, wir haben jetzt hier wieder ein tieferes Tief gemacht. Das heißt, der Aufwärtstrend ist offiziell seit hier oben dann durchbrochen worden und wir müssen uns auf tiefere Kurse einstellen. Jetzt haben wir nämlich wieder folgendes Problem. 16.759 US-Dollar, einmal schön Support hier, einmal schön Support hier. Nochmal wunderbar Support dort gewesen bei knappen 16.759 US-Dollar, kriegen einen schönen Bau uns rein, aber ja, wir werden dann hier in der Nacht um 21 bis 22 Uhr wieder komplett abverkauft und haben jetzt, Stand jetzt dieses Videos, einen perfekten Retest dieser vorherigen Supportlinie, die jetzt zu Widerstand geworden ist. Also, auch hier sollte das der Fall sein, gehe ich schwer davon aus, dass wir hier unsere wichtige Vector Candle auf dem 4-Stunden-Chart bei knappen 16.442 US-Dollar hier unten nochmal abholen. Vor zwei Tagen habe ich ein Video gemacht, was wir möglicherweise traden könnten, aber wir haben hier leider keinen doppelten Boden gesehen. Wir haben hier kein Reversal-Pattern gesehen und im Moment sehen wir auch noch keins. Darauf müssen wir warten, um möglichst kleinere Trades dann hier erstmal mitzunehmen. Aber jetzt heißt es erstmal Ruhe bewahren und ganz genau aufpassen und schauen, was jetzt erstmal passiert. Auf dem 4-Stunden-Chart ist es nämlich jetzt dann auch so, wenn ich nämlich jetzt davon ausgehe, dass wir jetzt hier mal unser Fibonacci-Retracement-Level ansetzen, dann seht ihr auch, wo erstmal wieder Feierabend war und zwar genau in unserer Golden Pocket und die Golden Pocket liegt bei 16.591 bis 16.497 US-Dollar und ihr seht auch schon in der Vergangenheit, ja, wie genau das ganze Ding dann hier jetzt auch immer wieder funktioniert hat. Wir hatten die 0786 dann hier als sehr starker Support, ja. Und hier nach oben ist es dann halt jetzt wirklich so gewesen, dass wir jetzt hier auch unser 0,5er nach unten hin durchbrochen haben. Wenn wir davon ausgehen, dass das jetzt hier unser Top war und wir davon ausgehen, dass wir weiter nach unten fallen, gilt es jetzt folgende Level zu beachten. Zum einen 0,786 ist auch logisch, weil wir genau hier schönen Support reingekriegt haben. Also auch hier, wenn wir nach unserem Fibonacci Retracement Level gehen, muss erstmal Support reinkommen. Es wäre natürlich jetzt schön, wenn wir hier nochmal nach unten gehen, vielleicht diese Vector Candle kurzfristig abholen, wir dann hier ein bullisches Reversal sehen und wir dann möglicherweise so eine kleine Erholung sehen wieder Richtung 0,5er Fibonacci Level, also Richtung 17.000 US-Dollar. Das wäre so das Best Case, was wir jetzt erstmal erwarten können. Sollte das allerdings nicht passieren und sollten wir hier auch unsere Golden Pocket nach unten hin verlassen, dann gehe ich davon aus, dass wir relativ schnell in diese Zone hier unten wieder reinkommen und die liegt zwischen 16.000 und 16.300 US-Dollar. Damit müsst ihr dann rechnen. Das heißt, hier unten hat dann Bitcoin nochmal die
die Möglichkeit, einen schönen Bounce reinzukriegen. Sollten wir das hier allerdings auch nicht schaffen, dann ist der nächste Support, ja, haltet euch fest, genau hier unten unsere nächste Vector Candle. Und Leute, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass wir höchstwahrscheinlich ein neues Bärenmarkt-Tief machen, weil dann sind wir nur noch knappe $270 von unserem nächsten Bärenmarkt-Tief entfernt. Was jetzt erstmal eine kleine positive Nachricht ist, ist auf dem 4-Stunden-Chart, dass wir in überverkauften Bereich sind. Immer wenn wir das gesehen hatten, auch wie an dieser Stelle hier zum Beispiel, hatten wir ein schönes Reversal und wir sind nochmal wunderbar hier nach oben gegangen. Auch hier hatten wir einen doppelten Boden, auch auf dem 1-Stunden-Chart. Was ähnliches könnte jetzt hier auch passieren. Das wäre natürlich dann das Best-Case-Szenario, was uns dann wieder circa auf diese $17,200 nach oben bringt. Man muss natürlich jetzt auch noch eins klar dazu sagen. Wenn jetzt hier irgendwelche FAT weiterhin gestreut wird und Binance wirklich größere Probleme hat, wie sie zugeben, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Weil wenn Binance nämlich in die Brüche gehen sollte und dort ein Bankrun zustande kommt und dieser Bankrun nicht von Binance aufgehalten werden kann und Binance nicht dagegen ankommt, haben wir ein ganz, ganz massives Problem, weil meiner Meinung nach wird der ganze Markt dann in sich zusammenfallen und wir werden Kurse unter $10,000 sehen, wenn das der Fall sein sollte. Ja, ich will jetzt hier nichts an die Wand malen, aber ja, not your keys, not your coins, wenn jemand bei Binance ist. Ich persönlich bin nicht bei Binance, deshalb habe ich auch nichts auf der Börse liegen, aber wer da Coins liegen hat, sollte diese meiner Meinung nach zur Sicherheit einfach mal abziehen. Ja, ihr wisst, das Ganze mit FTX ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme, um hier seine Coins zu retten. Aber wie gesagt, ich bin eh nicht bei Binance. Deshalb, ja, wenn ihr da aber auf jeden Fall dort tradet oder dort irgendwelche Spotkäufe immer macht, würde ich empfehlen, diese immer stets sofort auf eine Hardware-Wallet zu schieben. Also, das mal auf den 4-Stunden-Chart. Das bedeutet, gehen wir weiter rein auf den Tageschart und schauen uns den Daily-Chart an. Und jetzt ist es genau so. Vielleicht erinnerst du dich dran und bist schon hier längerer Subscriber meines Kanals. Und zwar habe ich jetzt hier ja schon mal zwei Zonen eingezeichnet. Und zwar war die eine Zone diese hier unten, machen wir mal hier rot, und die andere Zone war diese hier oben. Ja, vielleicht erinnerst du dich noch dran. Und zwar habe ich dann hier ganz klar für euch dann erstmal gesagt, okay, solange wir in dieser Zone hier oben drin sind, haben die Bullen noch die Möglichkeit und die Chance, diesen Kurs hier schön in die Seitwärtsphase zu drücken und wir möglicherweise dann irgendwann hier wieder nach oben hin durchzubrechen. Sollten wir allerdings hier dieses wichtige Level, und das liegt im Moment bei $16,400, nach unten hin durchbrechen, ja, kommen die Bären sehr, sehr verstärkt in den Markt und haben die Möglichkeit, den Kurs auf ein neues Bärenmarkt tief zu drücken. Was man jetzt auch sagen muss, wir hatten hier eine grüne Vector Candle, machen wir das mal kurz weg, wir hatten eine grüne Vector Candle, die wurde jetzt hier, wer hätte es gedacht, mal wieder komplett abgeholt, und wir haben jetzt hier eine rote Vector Candle nochmal reingekriegt. Also, auch hier wird die Sache nämlich jetzt sehr spannend und interessant werden, weil wir genau jetzt hier wieder in dieser Konsolidierung drin sind. Wir hatten jetzt hier mal eine Konsolidierungsphase, sind jetzt hier drunter gebrochen, ja, und wenn man jetzt hier sagt, sind wir genau, wirklich absolut genau, jetzt wirklich hier wieder bei diesem Retest. Und sollte dieser Retest auf dem Tageschart und auch auf dem 4-Stunden-Chart, was ich dir gerade eben gezeigt habe, negativ ausfallen und wir dann wirklich hier perfekt dann wieder weiter nach unten fallen, dann rechnet mal damit, dass wir Richtung $16,200 bzw. $16,000 nach unten fallen könnten. Jetzt aber müssen wir uns auf dem Tageschart noch ein größeres Level im Auge behalten und uns jetzt auf dem Tageschart nochmal hier was angucken. Denn wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir noch einen Bärenmarkt tief, also nochmal einen weiteren Drop sehen, dann gehe ich davon aus, dass wir möglicherweise bei ca. $15,000 bzw. $14,900 landen könnten, beziehungsweise hier unten. Ja, jetzt schauen wir uns nämlich jetzt hier auch nochmal kurz auf dem Weekly Chart an. Wenn wir uns nämlich jetzt hier auf dem Weekly Chart, oder was, der Monatschart? Ich glaube, der Monatschart war es, sorry, genau. Der Monatschart. Wenn wir uns jetzt hier einmal diese Kerzen einmal verbinden, dann seht ihr ein sehr wichtiges Level. Und zwar auf den Monatschart haben wir hier einmal sehr schönen Widerstand reingekriegt, wurden massiv abverkauft, nächster Bärenmarkt. Wir haben das Ganze nochmal angetestet, wir haben es über ein Jahr dann nicht geschafft, wieder hier drüber zu kommen. Konsolidierungsphase, sogar hier so nochmal so einen kleinen Bärenmarkt reingekriegt. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nämlich an, und zwar wäre das jetzt hier nochmal ein Drop um knappe $2,800, und zwar auf $13,819 würde der nächstgrößere
Weekly und Monatssupport dann hier reinkommt. Genau das ist dann auch so die Prognose, was ich machen würde, ja, und im Auge behalten würde, weil jetzt, wenn dieser Monat, also da haben wir jetzt zwar noch ein bisschen Zeit, aber schaut mal, der Monat, die Monatskerze ist jetzt genau hier auf unseren 100er EMA. Sollte das brechen, ja, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir hier nach unten fallen, weil man muss auch dazu sagen, das gab es bei Bitcoin noch nie. Ja, dass wir einen Monatsclose unter unseren 100er EMA hier haben, zumindest jetzt, sagen wir mal, seit 2018, ja. Und das ist ein ganz, ganz großes Ding, Leute. Ja, der 100er EMA, ja, ist jetzt hier wirklich ausschlaggebend. Sollten wir einen Monatscandle-Close darunter haben, dann müsst ihr damit rechnen, dass wir durchaus hier nochmal die 13.800, $14.000 hier antesten könnten. Also das einfach dazu. Es kommt dann wirklich alles auch darauf an, was der Nasdaq macht, wie der Nasdaq dann nächste Woche performt. Eine Weihnachtsrally werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr sehen. Ihr solltet jetzt hier genau diese Levels, was ich euch gesagt habe, einmal beobachten. Des Weiteren gehen wir jetzt hier auch nochmal kurz rein. Und zwar gab es ja das Interview Binance Angst vor dem Kollaps berechtigt. Und zwar ist es so, dass er jetzt hier CZ hier gesagt hat, er war nämlich in einem Interview mit der CNBC und hat sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert, ist immer den Fragen ausgewichen, warum sie denn auch kein offizielles Audit haben von diesen Auditoren, die bekanntesten sind. Ja, und das ist zum Beispiel hier Deloitte, dann hier KPMG, PwC und so weiter. Ja, dass sie nicht ein Audit von denen gemacht haben. Ja, und die Antwort war einfach von ihm, viele von denen wissen nicht, wie man ein Krypto-Exchange richtig überprüft. Da fehlt die Glaubwürdigkeit. Okay, aber das ist so ein bisschen schwierig. Also das Interview war wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe es mir auch angeguckt und man muss dazu sagen, er ist wirklich allen Fragen eigentlich sehr ausgewichen. Ja, wenn du nichts zu verbergen hast, weichst du solchen Fragen nicht aus. Ich hoffe, dass sie jetzt hier alles für dieses wirkliche und korrekte Audit einfach vorbereiten und hier sehr, sehr schnell Genauigkeit dann in den Markt bringen, weil sollten sie das nämlich nicht tun, glaube ich, dass so ein Bankrun durchaus auch Binance in massive Schwierigkeiten erstmal bringen kann. Man muss auch dazu sagen, sie haben anscheinend 60 Milliarden US-Dollar in der Hinterhand, um so etwas auszugleichen. Ja, deshalb glaube ich jetzt erstmal nicht, dass man so etwas mit FTX vergleichen kann, ja, muss man auch dazu sagen. Aber wenn natürlich jetzt 20, 30 Milliarden abgehoben worden sind, in den letzten 24 Stunden waren es, glaube ich, 6 Milliarden US-Dollar, dann bringt man natürlich so eine Börse durchaus auch ins Wanken. Ja, das ist keine Frage. Aber ja, Binance hat auch hier nochmal bestätigt und gesagt, dass sie auch keine Kredite von anderen Unternehmen haben, was natürlich FTX massiv hatte. Das soll anscheinend bei Binance nicht der Fall sein. Werden wir sehen. Ich werde dich da und dich natürlich massiv auf den Laufenden halten, auch auf meinem Telegram-Kanal. Falls hier irgendwas passieren sollte, erfährst du es hier bei mir als erstes. Wie gesagt, not your keys, not your coins. Wenn du was abziehen möchtest, mach das gerne. Ich bin weiterhin bei Fimex und weiterhin bei BitGet unterwegs zum Traden. Alles andere liegt bei mir auf meiner Hardware-Wallet. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bleib gesund, pass auf dich auf und dann wünsche ich dir einen schönen Sonntag. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, war mal ein bisschen was anderes. Komplett nur die bearische Seite einfach heute betrachtet. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, lass ihr kostenlos ein Abo da und in diesem Sinne hören wir uns spätestens morgen zum Update-Video. Morgen gibt es ein sehr schönes, ja, ich sag mal, morgen gibt es eine Überraschung, sagen wir es einfach so. In diesem Sinne, haut rein, bis dann, dein Basti, ciao, ciao.